Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den Zeitmaßen an. Es geht wieder um die Addition von Zeitmaßen. Wir haben zwei Werte gegeben und wollen davon die Summe berechnen und danach noch das Ergebnis schöner darstellen, vereinfacht darstellen. Die Angabe lautet 21 Stunden, 32 Minuten. Minuten ist mathematisch gesehen ein Strich. Und 45 Sekunden. Sekunden ist ein Doppelstrich mathematisch. Man kann bei Minuten natürlich auch Min schreiben und bei den Sekunden S schreiben. Ja, wenn du das so möchtest, ist das auch in Ordnung. Wir addieren 7 Stunden, 58 Minuten, ein Strich. 34 Sekunden, zwei Striche. Wir müssen bei der Addition darauf achten, dass wir die Sekunden, die Minuten und die Stunden separat addieren, das heißt getrennt voneinander. Wir beginnen mit den Sekunden. 4 und 5 ergibt 9 Sekunden. 3 und 4 ergibt 7 Sekunden. Sekunden. Habe ich 79 Sekunden, hier erkennen wir schon, dass wir dann eine ganze Minute herausnehmen können. Und das kümmern wir uns dann später. Wir addieren die Minuten. Wir haben 8 und 2 ergibt 10, bleibt 1. 1 und 5 ergibt 6 und 3 ergibt 9, 90 Minuten. Okay? Hier sehen wir auch schon, dass eine ganze Stunde drinnen stecken wird. Schauen wir uns dann gleich an. 7 und 1 ergibt 8, 0 und 2 ergibt 2, 28 Stunden. Auch hier erkennen wir, dass da ein ganzer Tag drinnen stecken wird. Das Ergebnis, die Addition ist prinzipiell fertig, sie ist aber nicht schön, das Ergebnis würde stimmen. Ja, wir wollen es noch vereinfachen. Das können wir machen. Wir beginnen immer beim Vereinfachen, bitte ganz hinten. Wir schauen uns ganz hinten einmal an die 79 Sekunden. Wir wissen, in 79 Sekunden steckt eine ganze Minute drinnen. Ich schreibe das so: minus 60 Sekunden. In Klammer 60 Sekunden, das ist eine Minute. Das heißt, ich nehme den 79 Sekunden, 60 Sekunden, also eine Minute weg. Dann bleibt denen 19 Sekunden über. Die 60 Sekunden, die eine Minute, die ich hier weggenommen habe, muss ich aber natürlich vorne bei den Minuten dazu addieren. 90 Minuten plus die eine Minute, die 60 Sekunden. Also 91 Minuten nach der Umwandlung. Und die 28 Stunden bleiben natürlich stehen. Okay? Wir sind mit den Sekunden fertig, die sind schon schön. Wir gehen zu den Minuten über. Wir haben 91 Minuten. Wir wissen, in 91 Minuten steckt ja eine ganze Stunde 60 Minuten drinnen. Das heißt, wir nehmen auch hier wieder 60 Minuten. Also eine Stunde weg. Wenn wir von 91 Minuten 60 Minuten, also eine Stunde wegnehmen, dann bleiben 31 Minuten über. 60 Minuten weggenommen, eine Stunde weggenommen, müssen wir vorne dazu ergänzen. 28 Stunden plus die eine, die wir gerade weggenommen haben, 29 Stunden. Und hinten die 19 Sekunden können wir ganz einfach wieder abschreiben.
Sekunden erledigt, Minuten erledigt, wir gehen wieder einen Schritt nach vor. 29 Stunden. Hier erkennen wir wieder, hier steckt ein ganzer Tag drinnen. Ein Tag hat ja 24 Stunden. Das heißt, wir nehmen wieder 24 Stunden weg. Das ist ein Tag. Ein und Tag schreibt man mit D, ein kleines D. Okay? Wir nehmen 24 Stunden weg von den 29 Stunden, damit bleiben 5 Stunden über. 5 Stunden bleiben über und wir haben 24 Stunden weggenommen, einen Tag weggenommen, den müssen wir jetzt voranschreiben. Also ein Tag, 5 Stunden. 31 Minuten, 19 Sekunden und dieses Ergebnis ist jetzt wunderbar schön vereinfacht. Hier die Addition und danach die einzelnen Umformungsschritte, indem wir immer ganze Minuten, ganze Stunden oder ganze Tage herausnehmen. Alles klar?